Wer hätte gedacht, dass der Kurzurlaub eines einzelnen korrupten Politikers zur Erholung eines ganzen Landes beiträgt? Denn die Entspannung ist deutlich spürbar. Aus Regierungskreisen keine Dauerbeschallung mit menschenverachtenden Aussagen, kein aggressives Flüchtlingsbashing, kein Schüren von Ängsten, Neid und Missgunst und kein Kanzler im Dauerwahlkampfmodus. Das ist uns heute eine kleine Party wert. Doch auch wenn die Erleichterung über ein Ende dieser Regierung groß ist, sind wie bei jeder anderen Katastrophe hier ebenfalls erhebliche Schäden zurückgeblieben. Diese schwarz-blaue Regierung hat wichtige Themen wie Klima, Umweltschutz und Umverteilung bei voranschreitender Digitalisierung einfach ignoriert. Stattdessen hat sie Sozialabbau betrieben, Politik für Reiche gemacht, Arbeitnehmerrechte beschnitten, lebensbedrohende und menschenunwürdige Bedingungen für Flüchtende geschaffen, existenzbedrohende Regelungen für die Ärmsten angeordnet und tiefe Risse quer durch die Bevölkerung hinterlassen. Auf unserer vorerst letzten Donnerstagsdemo St. Pölten werden wir deshalb unserer Forderung nach einer progressiven und sozialen Politik, einer Politik für alle Menschen, noch einmal friedlich und heute besonders lautstark Nachdruck verleihen. Und wir wollen zum Engagement aufrufen, denn zu wollen ist nicht genug. Wir müssen auch tun und am besten gemeinsam. Ich möchte euch bedanken, dass ihr alle da seid heute, dass ihr da wart auch die letzten Wochen und Monate, dass ihr kritisch wart und auch weiterhin kritisch seid hoffentlich und euch nichts gefallen lasst. Ja, liebe Demo-Teilnehmerinnen und Demo-Teilnehmer, ich möchte mich natürlich auch bedanken, nicht nur im Namen der sozialistischen Jugend, sondern von uns allen, die da mitveranstaltet haben. In erster Linie natürlich beim Harald und bei der Andrea, die das so großartig gemacht haben. Bravo! Ich finde das ja schon ein sehr starkes Zeichen, dass sowas auch in St. Pölten natürlich funktioniert. Aber ich möchte mich in erster Linie auch bei euch bedanken, die teilweise wirklich jedes Monat zu St. Pöltener Demo gekommen sind, aber denen, die bei den Donnerstagsdemos in Wien waren oder in einem Städten, was es auch gegeben hat, oder in anderen Teilen Niederösterreichs oder Österreichs. Ja. Und ich finde das einfach wirklich großartig und ich glaube, es ist ein wirklich starkes Zeichen. Und wir waren vielleicht heute nicht so viel, aber ich finde, das ist jetzt nicht so tragisch, weil wir haben immerhin sehr viel geschafft in letzter Zeit. Wir haben quasi eine Regierung gesprengt, die nur Politik gegen arbeitende Menschen macht, die wirklich Hetze und Hass betreibt. Und ich finde aber, dass es genauso wichtig ist, dass wir jetzt auch wirklich dranbleiben und uns nicht zurücklehnen, sondern dass wir vor allem auch über den Sommer wirklich auch Menschen davon überzeugen, dass es auch anders geht, dass Politik für die vielen möglich ist und nicht nur für die wenigen. Und deswegen, und in dem Sinn wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend und vor allem einen schönen Sommer und versucht wirklich so viele Menschen von unserer Bewegung auch zu überzeugen. Ja, mir bleiben jetzt die berühmten Schlussworte gewissermaßen. Noch ich darf Danke sagen. Danke, zwei Herzensmenschen, muss man sagen, ohne die diese Demo nicht gegangen wäre, nämlich eben Andrea und Harald. Und ganz, ganz viele, die im Hintergrund Bühnen gecheckt haben, die geschaut haben, dass da Spritzer gibt, die mit ihrem Equipment sozusagen zur Verfügung gestanden sind. Leute, die gesagt haben, sie nehmen ihre zivilgesellschaftliche Pflicht wahr. Und das halte ich für so wichtig, weil ich glaube, wir haben jetzt eine Pause. Und ja, es ist ein Erfolg, dass wir heute hier stehen und feiern können. Ohne Wut. Aber diese Wut werden wir noch brauchen, weil es sind immer noch 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die knapp an der Armutsgrenze leben oder darunter. Und das sind 1,5 Millionen Menschen, die keine Lobby, keine Stimme haben. Für die werden wir im Herbst wieder laut sein müssen und es steht zu befürchten, dass es relativ viel zu tun gibt bis dahin. Ich glaube, wir müssen uns das mitnehmen, sammeln wir Kraft and come back stronger. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für den Herbst. Bleibt so sein, danke euch. Ja, viel kann ich nicht mehr hinzufügen zu meinen Vorrednern. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken.
Es hat einigen Mut erfordert, im Jänner diese Demokultur der Donnerstagsdemo auch nach St. Pölten zu bringen. Wir sind da in das kalte Wasser gesprungen, haben es gewagt und es hat sich gelohnt. Wir haben einem zahlreichen Publikum die demokratische Möglichkeit gegeben, hier offiziell öffentlich Stellung zu nehmen gegen diese Politik, mit der wir nicht einverstanden sind. Und wir haben was geschafft. Wir und 100.000 andere in den letzten Monaten in ganz Österreich. Wir haben es gemeinsam geschafft. Und jetzt geht Donnerstagdemo einmal auf Standby. Wir werden einmal abwarten, was sich da so tut. Es hat sich einiges zum Positiven geändert und es wird hoffentlich auch so weitergehen. Danke recht herzlich an das Publikum. Danke und bleibt da. Herzlichen Dank an Natastoy und Harry. Und wir haben noch die dritte Hand und Zina am Programm, die man auf keinen Fall versäumen sollte. Also, schönen Abend noch und ciao.